So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rot, diesmal mit Webcam. Warum Webcam? Einfach so zum Spaß halt, ne? Hat man Bock drauf, wieder mit Webcam. Auch der Sound, den ihr jetzt hört, ist mit Webcam. Achso, wir sind hier bei diesem... Wir sind hier immer noch beim... bei der Suche nach Carpador. Gott verdammt, ich hasse Carpador. Diese scheiß Pokémon geht mir sowas von auf die Eier. Naja gut, heilen wir schnell unser Pokémon. Was ist denn das jetzt? Logitech Webcam Controller. Damit, hoffentlich habt ihr das jetzt nicht gesehen. Das kommt immer, wenn ich meine Webcam verwende, irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder so ein Marketingteil, dass alle wieder auf dieses wunderbare Webcam-Dingens aufmerksam werden. Ne, du Webcam, du. Also nicht ihr, sondern diese Webcam hier. So, und zwar werde ich jetzt so machen, dass ich jetzt, ach ja, ich wollte mir überlegen, welches Wasser-Pokémon wir jetzt nehmen wollen. Habe ich mir eigentlich bis zu diesem Part überlegen sollen. Die Antwort ist, ich habe immer noch keins, weil ich gar nicht überlegt habe. Na gut, probieren wir es mal rum. Vielleicht finden wir not even a Nippel. Ja schön, ich mag Nippel, aber hier in diesem Spiel sind sie eher fehl am Platze. Jetzt, endlich. So, was kommt? Kein Krabbel. Schelde. Interessant. Warum es ins Team tun? Ich meine, ja, ist nicht schlecht aus Toss, hohe Verteidigung. Kann auch den Gegner einführen mit Eisstrahl. Allerdings wollen wir ja den Eisstrahl für Dragonier aufheben, wobei. Es kann ja auch sein, dass, wie heißt das Muschas? Das Muschas. Von selber Eisstrahl lernt. Es entwickelt sich ja mit einem Eis, mit einem Wasserstein. Ich weiß halt, ob es Eisstrahl lernt. Ich glaube, ich schaue mal im Wiki nach. Wartet ihr mal schnell? So, ich glaube, das mache ich offscreen, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe nachgeschaut, es lernt mit Level 50 Eisstrahl. Das heißt, wir müssen das wieder nicht entwickeln lassen, ähnlich wie bei unserem Vulcano, bis es Eisstrahl erlernen würde. Aber ich weiß nicht, ob wir es ins Team haben wollen. Ich glaube, ich fange es einfach mal. Und zwar greifen wir zuerst mit Ember an. Ich weiß, jetzt ist es nicht sehr effektiv, aber... Scheiß Volltreffer! Ich hasse Volltreffer! Scheiß Volltreffer! Na gut, probieren wir es nochmal. Jetzt wissen wir, dass man hier einen Muschas fangen kann. Und was kommt jetzt? Kein Krabi? Ich warne dich, Krabi! Komm bloß nicht näher! Was mache ich denn jetzt mit dir? Was mache ich denn mit dir jetzt, Krabi? Ich weiß nicht, was wollen wir denn mit Krabi machen? Wollen wir es töten? Verrecken lassen oder... Keine Ahnung, was machen? Ach, tschüss! Ich habe jetzt keine Zeit für einen 15er. So, weg mit dir! Ja, jetzt hört zu meiner Tastatur getippe wahrscheinlich. Hier, bitteschön, Tastatur. Ich zeig's euch mal. Das ist einfach, weil ich so groß. Da ist gerade eine Kapsel runtergefallen. Hier, Tastatur. So, not even a Nippel. Was will der mit seinem Nippel? Ist der irgendwie. Fickgeil oder so? Not even a Nippel. Eigentlich ist im Originalen nicht einmal ein alter Stiefel hat angebissen. Also halt scheiß Stiefel im Deutschen, im Englischen Nippel. Das kann man doch keinem erzählen, oder? Hey Sie! Ich hätte gerne mehr einen Nippel! Wie hört sich das an? Naja. Jetzt komm schon. Ich schaue jetzt ein bisschen in die Webcam. Hallo! Hallo ihr, ne? Seht ihr jetzt mich, hä? Ich bin jetzt gerade vielleicht krass drauf. Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade so krass drauf bin. So, Angel World. Fangen wir uns einen Angel, genau. Engel, fangen wir uns einen Engel damit. Gibt's überhaupt ein Engels-Pokémon? Nee, ne? Also ich kenne kein Pokémon, das aussieht wie ein Engel. Zwar keine Uhr auf meinem linken Arm, aber ich schaue es einfach mal. Na naja, gut, wir haben Zeit. Das Deutschlandspiel läuft ja erst in einer Dreiviertelstunde. Ne?
in einer Stunde werden wir nicht weiterhin Krabbis finden. Seufz! Das war's. Tschüss! Jetzt werde ich hier speeden. So! Was? Nichts? Ja, ja, sorry für das Tastaturgetippe, falls ihr es hört. Muss ich meine Webcam ermäßigen? Nein, so geht doch, Schilder. Also gut, wir wissen, wenn es ein Volltreffer ist, wird Shell die down sein. Wir könnten Pharaoh verwenden. Was ist ein Pharaoh? Das ist Bieber, ne? Ja, Bieber ist es. Ja, ne, Ibitak war es. Genau, das ist unser Flug-Pokémon. Ich dachte gerade, das wäre irgendeine Schaufel-Attacke, aber war es ja eh nur, also die Attacke, was Muschas gerade verwendet hat. War es eh nur ein Panzerschutz. Gut, ich verwende jetzt mal eine schwache Attacke und zwar. Ich weiß nicht, ob Florian-Schlag zu stark ist. Ich probiere es mal. Ja. Ja, soweit so gut. So, und jetzt stopp. Halt, stopp! Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Nein! Und ich hasse dich noch mehr! Oh Gott! Geh weg! Ich habe schon deinen Kollegen getötet, ja? So, hier! Die Winner Nippel, Krabi. Nein, Pokédex. Aha, hier bist du wieder. So, und jetzt diesmal kein 5-mal Figaro, sonst. Ich warne dich. Wehe, du triffst den Normal 5-mal. Dann gibt's was auf die Glocke. Na ja, gut, auf die Glocke, das würde ich nicht sagen. Ja, auf den Schnabel. Dann reiß ich deinen Schnabel auf. Mit einem Messer. So eins war's be. Was McGriss hat und dann grill ich es und serviere es irgendjemanden, der sowas schmeckt. Also mir schmeckt sowas nicht. Gott, ich hasse dich. Ich hasse dich. So, weh, du machst es nochmal. Jetzt war die Attacke auf einmal stärker als vorhin. Habt ihr das gesehen? So, und jetzt kein Kill. Jetzt ist die Attacke schwächer als vorhin. Stopp! Stopp! Halt, stopp! Später. So. Dann ist es schon 8 Minuten verbracht. Schönen Dank auch, Pharaoh. Du hast eh kein Rohr, also was soll das? The Hooked Shell You Attacked. Das gibt's doch nicht. Wow, jetzt trifft die Attacke auf einmal nicht. Phil, wehe, du killst es. Ich schwör's dir. Du kriegst auf die Glocke. Und das meine ich jetzt ernst jetzt. Dann schlage ich mit dieser Faust hier in den Bildschirm rein. Und zwar direkt hier drauf, auf dieses Phil-Dings da. Kein Kill. Jetzt ist es zu wenig. Und wenn ich es nochmal mache, dann wird es ein Kill, stimmt. Das ist ein Growl, Heuler, ne? Na gut, ich schmeiß jetzt einfach einen Ball, bevor wir weiter rumfällen. Wir haben 5 Bälle. Na gut, das Pokémon ist nicht so stark. Ich glaube, das könnten wir sogar fangen. Selbst wenn es nicht so geschwächt ist, na wohl. Geht doch. New Pokédex Data will be added for Shilder. Okay, wie wollen wir es denn nennen? Kennt ihr irgendeine berühmte Muschel? Ich kenne keine. Gott, das muss ich mir für Spitznamen einfallen lassen.
wenn ihr eine Muschel als Haustier hättet, wie würdet ihr sie nennen? Muschi. Genau, ich nenne sie Muschi. So. Ich weiß, es ist pervers und so, aber ist mir egal. Das hier ist mein LP. Gut, jetzt müssen wir unsere Muschi trainieren. Entschuldigung, war kurz ein Hustanfall. Achso, Muschi ist auf dem PC. Na gut, PC. PC, ja, wir müssen auf dem PC. Das wird uns hier groß geschrieben für Dummies. Okay, wir brauchen Fira noch zum Fliegen, das heißt, wir fliegen zuerst zurück nach Saffronia City, oder wie auch immer die Stadt auch heißt. Und dann legen wir unser scheiß Fira ab. Mich wundert, dass es überhaupt fliegen kann. Das ist die Stadt, genau. Das erkenne ich daran, wegen den zwei Puppen, das sollen Höhlen darstellen. Und da kann man es leicht erkennen, so. Ja, genau, der Blick von diesem Charakter, was wir gerade spielen, der passt gerade zu mir auch, so ungefähr. Ja, so mit ganz dunklen so, ihr wisst schon, die Augenbrauen so ganz nach unten gezeigt. Na, kennt ihr ja, wenn ihr wahrscheinlich ein... Moment, ja, kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr irgendwelche Zeichenfiguren zeichnet oder so und den Böse darstellen lassen wollt, dann müsst ihr einfach so die Augenbrauen ganz nach unten so ungefähr setzen. Dann habt ihr euren bösen Charakter. So, jetzt holen wir uns die Muschi wieder ins Team. Ich wette, das Video ist ab 18 jetzt, so. Okay, Muschi hat Schaden gekriegt. Oh nein, wir müssen die Muschi verteidigen. Okay. Zurück und jetzt. Was machen wir jetzt? Wollen wir in die Höhle rein? Ich meine, hier ist ein Gym, ne? Das haben wir ja noch nicht gemacht. Wollen wir in die Gym? Ja, komm, gehen wir ins Gym. Alles Karate Gym. Da können wir trainieren. Also gut, machen wir es einfach mal. Wir haben eh nichts zu verlieren. So, Blackbird? Black Belt. Okay, Muschi. Also Muschi kann nur Panzerschutz und Tackle. Ich wechsle lieber. Das ist Macholo, gegen das wir gerade antreten, hat doppelt so viel Leben wie unsere. Ne? Deswegen werde ich jetzt PY, ne, nehmen. Low Kick, okay. Das nehme ich mal. Ja, Psychstrahl wird auch ausreichen. Ich meine, das ist nur ein Kampf-Pokémon und sogar unterentwickelt. Das wird ein One-Hit-Kill sein, ja, ganz genau. Und was jetzt? Was kommt jetzt? Machschock, ja, natürlich. Ich glaube, ich muss die Webcam anders hinstellen. Ich glaube, man hört meinen Tastengetippe total stark. Ich glaube, ich schiebe sie mal dahin. Ja, ich glaube, das müsste passen. Okay, ich glaube, das lasse ich jetzt mal so. Jetzt müsste man mein Tastaturgetippe nicht mehr hören. Ich mache es mal ganz stark, um es zu demonstrieren. Okay, geht nicht. Hat mein PY geschlagen, das gibt's doch nicht. Achso, Recover, ich dachte, der Psychokinese. Natürlich, Recover. Ich konnte es jetzt vergessen. Jetzt hör langsam auf, Marshock. Das gibt's doch nicht. So, hier, Psychokinese. Tschüssikowski. James defeated Black Belt. Aber ich mache jetzt Karate-Dojo in diesem Part hier. Wir haben ja Zeit, ne? Das Spiel läuft jetzt erst in der Dreiviertelstunde, jetzt ist es 20 Uhr.
am 22.06.2012. Ach ja, nochmal, falls ihr meine Webcam, falls meine Mundbewegungen nicht zum Sound passen sollten, dann, dann liegt es, glaube ich, an der Webcam oder wie auch immer, am Sound. Das kommt nämlich manchmal vor bei meinem Yu-Gi-Oh!-Part, den ich da mit Webcam gemacht habe, da war es genauso. Okay, PY. Ich glaube, hier können wir per PY super trainieren, das hätten wir schon früher machen sollen. Aber auch Muschas können wir trainieren. Ich sag jetzt nur noch Muschas, weil Muschi klingt pervers, ne? Also gut. Psybeam. Okay, was kommt jetzt? Mankey, Extremely Quick to Anger. Und Muschas hat immer noch kein Level Up gekriegt. Bei Muschok vorhin hätte es vielleicht ein paar Punkte gegeben, wenn wir das eingesetzt hätten und dann gewechselt hätten wieder zu PY. Aber daran habe ich nicht gedacht, da war ich viel zu sehr am Quatschen beschäftigt. So, Mankey, was geht? Du kannst dich nicht mit PY messen. PY macht dich fertig. Er schickt dich ins Krankenhaus und nicht mich. Nicht in meinem Zielstab wirst du überleben. Primeape, also Razaf. Das macht mich rasend, wenn ich das sehe, Razaf. Ne, Wortspiel, ihr wisst schon. Ja, Razaf, genau. So sah ich vor 10 Minuten aus, wo ich versucht habe, dieses Muschas zu fangen. Genauso wie dieses Razaf hier, sehe ich aus. Also sah ich aus, jetzt bin ich wieder ganz locker, aber so sah ich aus vor 10 Minuten, wo wir dieses Muschas gefangen haben, wo unser Ewitax laut. Okay, ich sollte nicht daran denken, sonst werde ich hier wieder so sauer, wütend, ihr wisst schon. So. Erstmal heilen, bevor es in Schwierigkeit gerät. Das ist Kratz Furie. Nicht Furienschlag. Und es trifft uns 5-mal. Also das gibt's noch nicht. Entweder haben wir unglaubliches Pech. Oder der Gegner hat unglaubliches Glück. Oder beides. Ich glaube eher beides. Ich will nicht ständig Recover einsetzen. Ich will auch mal angreifen. Und ich mache das jetzt so lange, bis wir mindestens die Hälfte unserer KP noch haben. So, jetzt hör auf, ja? Kein Volltreffer. Warum ist Karate-Schlag immer ein Volltreffer? Ich weiß, es hat eine hohe Volltrefferquote, aber irgendwie ist es immer ein Volltreffer. Wir hätten wieder Furienschlag. Kratzfurie. Oh Mann. Na gut, aber wenn Furie als erstes steht, ne, da kann man schon meinen, es wäre Furienschlag. Ich greife jetzt an, egal, selbst wenn PY es drauf geht, ich setze jetzt Psychokinese ein. Ich lasse mich doch hier nicht zu Tode kratzen. So, hier. Also geht doch. Okay, Muschas erreicht Level 16. Aber wir können sie erst mit Level 50 entwickeln, weil es dann Eisstrahl lernt. Oh, fuck, give up! So, hier ist Nummer 3. Nummer 3, stimmt schon. Take your shoes off! Hey, zieh deine Schuhe aus! Warum? Warum kannst du mir einen Grund nennen? Solange du mir keinen Grund nennst, behalte ich sie an. So. Hallo, Mankey. Ich hab das doch eben schon, oder? Nee, Razaf hat mal. Also gut, ich riskiere es. PY hat zwar noch ein paar KP, aber das ist ein Mankey. Und ich mache mal kurz Stopp. So. X-Attack. Na gut, der spielt auf Angriff. Ich hätte Recover einsetzen sollen. Na gut, der hat X-Attack eingesetzt. Das wäre eine größere Bedrohung jetzt gewesen, das Mankey. Boah, stinkt's hier. Mein Bruder war gerade drin. Und jetzt stinkt hier mein Raum nach Deo. Boah, das gibt's doch nicht. Recover. So. Pff,
Hier, Salbeam für Menki. Boah, das stinkt immer noch. Alter, das ist ja... Was ist denn das für ein Deo? Das ist kein Deo mehr, das ist ein Parfum. Und kein gutes. Ich glaube, ich brauche gleich so eine Atemschutzmaske. So wie der Pyro in Team Fortress 2 eine hat, ne? Auf jeden Fall Level 39 für PY. Was kommt jetzt? Razaf schon wieder. Der hat Menki, Razaf. Ja, vor uns hatte doch ein Menki und ein Razaf. Ja, da muss man doch schon wissen, dass das die Entwicklung von Razaf ist. Ich meine, na gut, diese Kombis kommen nur... Also diese Menki, Razaf und halt Entwicklung... Nee, Vorentwicklung, Entwicklung, die kommen nur, um zu zeigen, dass... Oh, das ist die Entwicklung. Aber wir wissen ja schon längst, also selbst Nux wüssten jetzt, dass das ein Razaf jetzt ist, also dass das die Entwicklung von Menki ist. Das ist vor dem Kampf schon. Falls es überhaupt noch Pokémon-Noobs gibt, also ich kenne keinen, der nicht Pokémon gespielt hat. Außer Erwachsene. Weil die sind ja nicht so die Videospielgeneration von heute. So, früher haben die, was haben denn Erwachsene früher gemacht? So 30-Jährige, was haben die früher immer gemacht? In ihrer Freizeit? Keine Ahnung. Okay. So, wie viel EP baut? Boah, das baut aber viele Erfahrungspunkte. Ich meine, mit Level 17, 1212. Da sollten wir vielleicht überlegen, ob wir noch ein anderes Wasser-Pokémon finden. Wie zum Beispiel ein Carpador. Na gut, wieder ein Schwarz. Warum setzen die alle Razaf ein? Alle setzen Razaf ein. Okay, fast alle. Vorhin hat man einen, der hat einen Macholo und einen Machop. Was gibt's noch für Pokémon? Es gibt Macholo, Machok, Machop, Machomai. Es gibt Menki, Razaf. Was gibt's noch für Kampf-Pokémon? Es gibt Nocturne und Kikli, aber die sehen wir eh gleich. Die muss wahrscheinlich der Boss von denen haben. Was gibt's denn da noch für Kampf-Pokémon aus der ersten? Sonst gibt's keine mehr. Razaf, Menki und diese drei Dinger da. Macholo, Machok, Machomai. Sonst gibt's keine Kampf-Pokémon mehr aus der ersten. Und halt noch diese Dinger da, dieses Nocturne und Kikli. Nee, mir fallen keine mehr ein. Kangame ist kein Kampf-Pokémon, das wissen wir. Ich muss mal kurz meine Socke ausziehen, da fangt langsam an, meinen Fuß einzuschlafen. Weil das Let's Play gar nicht so langweilig ist, nehme ich an. So. Okay, das ist der letzte. Grunt! I'm the Curator Master! I'm the leader here! You wish to challenge us? Expect no mercy! Okay, da hat ein Kickler und Nocturne, wahrscheinlich Level 45. 40, nur Level 40, nicht 45, 40. 40. 37, wie im Originalen, auch. Na gut, dann... PY wieder, ne, kennen wir ja. Früher habe ich hier immer meinen Nebulak eingesetzt in dieser Arena, in dieser Kampfarena. Und zwar ist das besondere... Boah, hat es viel abgezogen. Und zwar ist das besondere Nebulak... dass es von keinem Gegner getroffen werden kann, weil die alle Kampfattacken nur einsetzen, bis auf der Leader mit seinem Nocturne. Der kann irgendwie noch Feuerhieb und Eishieb und sowas. Da kann es schon getroffen werden, das Nebulak. Aber sonst kann kein Pokémon ein Geist-Pokémon in dieser Arena töten. Ja, natürlich kommt jetzt auch Nocturne. Zum Wechseln ist mir jetzt so riskant, weil ich dann PY nochmal einsetzen müsste und es dann wahrscheinlich gewonnen wird, weil es nur noch 20 HP hat. Deswegen wechsle ich jetzt nicht es nicht, sondern setze Psychokinese ein. Ich glaube, wir müssen das mal trainieren. Das werde ich natürlich wieder offscreen machen, aber heute nicht, denn heute ist das Deutschlandspiel. Vielleicht morgen oder so. In that I have lost. But I beseech you. Do not take our emblem as your trophy. In return, I will give you a prized fighting Pokémon. Choose whichever one you like. Gut, welches Pokémon habe ich denn in Rot genommen? Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also so wichtig sind mir die zwei jetzt auch nicht. Die zwei Kampf-Pokémon, ich nehme einfach mal Kikli, ist mir egal. Kikli war übrigens das allererste, was ich je genommen habe, von wo ich das allererste Mal in dieser Arena war und sehr gestritten habe, da habe ich das allererste Mal Kikli genommen.
auch wenn immer gesagt wird, dass das Nocturne Stärke ist, aber ich meine, Nocturne kann auch Elementattacken wie Eisheap und Feuerheap und Donnerheap. Kigli kann dafür Sprungkick und Turmkick, die sind auch richtig geil, die Attacken. Also man kann sich streiten, welches besser ist. Entweder, naja, ich finde, also ich finde Kigli besser. Na gut, das können wir besprechen. Das ist so Krempe auf meinem Schreibtisch, das gibt's noch nicht, ich muss mal aufräumen hier. Sonst mache ich RTL alle Ehre und dann sieht mein Zimmer echt aus wie so ein RTL-Messi-Zimmer. So, können wir jetzt in die Arena da rein? Keine Ahnung, vielleicht hat es irgendein Event gemacht, ausgelöst. Nee, da können wir noch nicht. Wir haben noch keine Pokéflöte, das heißt, wir müssen wohl oder übel durch die Höhle da gehen, die Azuria-Höhle darstellt. Und wir können gleichzeitig Muschi trainieren. Ich wollte den Namen nicht mehr sagen. Jetzt ist der Part echt ab 18. Also mich würde das wundern, wenn der Part ab 18 ist. Oh je, Mine. Oder zensiert sogar wird, also komplett gesperrt, ne? Nur wegen dem Namen hier. Das kann man bei YouTube sicherlich vorhersagen. Auch wenn ich schon üblere Videos gesehen habe, die ab 18 sind. Oder nicht ab 18. Ich meine, nur wegen dem Namen wird YouTube diesen Part wahrscheinlich sperren. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, testen wir Thunderbolt mal. So, dafür zeigen sie, bei Amis sind es so, keine Titten und so, ne, keine Titten im amerikanischen Fernsehen, dafür aber Blut und Verderben, ne. Also was ist schlimmer, Titten oder Blut? Was meint ihr? Schreibt einen Kommentar, was ihr schlimmer findet. So, Ja gut, nehmen wir wieder, Frisole diesmal nicht, ich nehme Kiffer. Verdammt, ich habe mich vertippt. Ja gut, der Pfeil, der liegt nicht genau auf den Namen, da kann sowas schon passieren, aber er setzt eh Wirbelwind ein. Also es ist eh egal gewesen. Und hier ist ein Trainer, den haben wir aber schon gekillt. Hier sind wieder zwei Dinger da, ne? Zwei Ehepaare oder wie auch immer. Und der Paar dauert nur noch 3 bis 6 Minuten. Hallo Radikal, ich glaube wir schauen uns noch schnell die Höhle an, dann werden wir sie im nächsten Part erkunden. Ich muss aber daran denken, unser Muschel zu trainieren. So, ich setz mal Psychic ein. Der Psycho-Kick, ne, ihr wisst schon. Okay. So, hier, hallo Azuria-Höhle. Ah, ich mag die Musik, eine meiner Lieblingsmusik auch. Und hier ist sofort ein Dodrio. Na gut, ich werde hier ich werde hier gegen die Pokémon antreten, aus dem Grund, weil wir Training brauchen für Muschas und ja, und noch gleichzeitig auch unsere Pokémon trainieren können. Thunderbolt. Ich bin echt froh, dass wir Kiffer Thunderbolt beigebracht haben. Keine dumme Idee war das gewesen jetzt. So. Sowas gibt's in der Zuhöhle auch. So ein Dings da, ne, so ein Labyrinth. Und vor allem gibt es ja auch ein Item, das weiß ich, auch wenn ich nicht auf in der Zuckerhöhle bin. Ich weiß es. Natürlich. Boah, ihr seht, was für eine Verteidigung Muschi hat. Es hat den Schnabel eines 39er oder wie auch immer, ein 30er, 36er Pokémon überlebt. Obwohl es erst Level 18 hat. Also, wenn das keine Verteidigung ist, dann weiß ich auch nicht. So, ich setze Kiffer ein. Drillpick, also Bohrschnabel. Hätte Dodi die Attacke bei unserem Muschas eingesetzt, wäre Muschas wahrscheinlich tot jetzt, weil Schnabel ist schwächer als Bohrschnabel.
sind, ja, Level 19 für Morschen. Okay, das ist ein KP Plus, glaube ich. PP ab. Ne, das ist AP Plus. AP Plus ist das. Weil KP Plus ist ja HP ab, genau, da sieht man es. Könnten wir eigentlich unserem Muschas einfach mal geben, wenn wir schon dabei sind. So, und ich gehe nur noch zur Leiter hin. Ditto. Ich wollte schon immer ein Ditto im Team haben, aber ich habe mir nicht so richtig getraut, das zu machen, weil Ditto ist nicht besonders stark, muss ich sagen. Also, ja, es kann nur sich ins gegnerische Pokémon verwandeln. Aber daraus kann der Gegner auch Taktiken machen, wenn er weiß, dass die nächste Taktik verwandt ist. Da kann er einfach zu Carpador wechseln und den das Ditto dann in den, naja, in einem Ding verwandeln, in ein Carpador. Und da kann dieses Ditto nur Platscher. Ist auch nicht so das Geilste. Deswegen bin ich mir sehr unschlüssig, ob Ditto ein richtig gutes Pokémon ist. Knogger! Eins meiner Pokémon, das hatte ich mal in der Feuerrot als Team-Pokémon auf Level 70 habe ich trainiert. Konnte richtig geile Attacken. Ist auch richtig abgegangen mit seinen Knochenmaratz oder wie auch immer. Ich weiß, ich kenne die Attacken, die Knochenattacken nicht mehr so gut. Knochenmaran hieß die Attacke, genau. Also richtig gutes Pokémon-Knogger. Kann man sich ins Team holen. So wie ich. Könnt ihr das ins Team tun? Würde ich euch empfehlen. Zumindest in Feuerrot. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Generationen auch gut ist. Ja. Okay. Hier ist eine Leiter. Das ist aber eine kleine Höhle gewesen. Wo sind wir denn jetzt? Ich dachte, die wäre viel größer. Ich dachte, wir erkunden hier jetzt ein riesiges Klippendings da. So ein riesengroßer Klippenkomplex. Ah, wir sind jetzt hier. Wie hießen die Höhle eigentlich? Würde mich jetzt interessieren. RIP Dan. Rest in Peace, Dan. Okay, der Dan, der lebt im Frieden, der ruht im Frieden. Okay, dann sind wir jetzt auf Route 11 nach Gelinaville. Und da ist die Ohrmine, das weiß ich ungefähr noch. Und die führt uns dann hier hin. Dann zum Poké-Dings. Also das soll wahrscheinlich Fuxane City sein hier, weil hier ein Poké-Safari ist. Also ist das Fuxane City, glaube ich. Und das ist, keine Ahnung, vielleicht ist das Bosmania City, Mika Village, Village. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Spiel aufgebaut ist. Und da ist eine Arena. Wow. Eine Arena auf einer Route. Und hier ist Relax. So. Was suchst du denn hier? Gut, dass wir jetzt. Nee. Wir müssen wieder zurückfliegen. Wobei wir nicht mal ein Pokémon haben, das fliegen kann. Oh, scheiße. Wir brauchen ein Pokémon, das zerschneiden kann. Warum sagt mir das niemand? Aber das mache ich im nächsten Part. Bis dahin stelle ich mich hier hin, damit ich dann weiß, dass wir hier wieder zurück müssen und zerschneiden holen müssen. Ich glaube, ich mache es mal so. Und dann mache ich hier den Save State und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wahrscheinlich wieder mit Webcam. Ich bin mir jetzt sicher. Mal schauen. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Deutschlandspiel. Wobei ich werde den Part wahrscheinlich erst während des Spiels rendern. Und dann in der Halbzeit werde ich den hochladen. Also, ja, hoffen wir, dass Deutschland gewinnt. Ich bin mir ziemlich sicher, Tipp 3-0. Nur für die Leute, die es wissen wollen. Also, ja, dann bis zum nächsten Part von Pokémon Team Rocket Edition und so. Und ja, und bevor ich noch wieder so weiter ewig lang spreche. Ja. Viel Spaß beim Spiel. Tschüss. Also, tschüss.